Ernie, mach doch mal, ich will hier rüber. Hallo, Mann! Nehme ich halt Knoblauch mit, falls heute Vampire vorbeikommen. Okay, dann hier, Merlin, sag mir mal, ich möchte das da wegmachen. Das kann ich auch noch nicht. Merlin, tu doch mal was! Hallo, da bin ich wieder zurück mit einer neuen Folge. Ach, Herr Jemine. Disney Dreamlight Valley. Es schüttet wie aus Eimern. Heute ist gerade der 25. Dezember jetzt, wo ich aufnehme, nur damit ihr mal so einen leichten Anhaltspunkt habt. Ja, ich habe in der letzten Zeit relativ viel Disney Dreamlight Valley aufgenommen, deswegen bin ich da immer noch in der Halloween-Phase hängen geblieben. Ich habe immer noch ein Video. Dabei ist jetzt eigentlich schon der neue Sternenpfad geöffnet. Ich suche hier gerade, wo waren das nochmal? Da. Genau, wir haben jetzt natürlich den festlichen Sternenpfad. Das sind noch 32 Tage und ich möchte so gerne noch die Aufgaben schaffen. Ihr seht, ich habe schon ein bisschen was angesammelt. Ich habe es extra nicht gekauft, weil ich das gerne mit euch machen wollte. Fröhlicher Mickey. Ach so, warte mal. Ah, ich glaube, entweder man kann Verkleidung auch für seine Bewohner bekommen oder ich weiß nicht genau. Oh, es gibt wieder ein neues Pet. Wollen wir es nicht gleich direkt schon mal hier? Ja, wollen wir, oder? Ja, also den will ich auf jeden Fall haben. Mehr Marken. Sah das nicht vorher irgendwie anders aus? Ja, ich sammle jetzt erstmal meinen neuen Begleiter. Yay, ein Weihnachtsfuchs. Den holen wir natürlich auch gleich raus. Das hier möchte ich auch unbedingt haben. Ich weiß, es ist relativ teuer, aber es ist schön. Wir brauchen das. Einsammeln. Ich habe übrigens rausgefunden, wie das ganze System abläuft. Ich habe es ja beim letzten Mal leider nicht mehr komplett geschafft, weil ich nicht alle Bereiche freigeschaltet hatte. Und das will ich jetzt heute, ich schaffe es heute natürlich nicht komplett, aber ich möchte gerne weiterarbeiten an der Story und an den Gebieten, damit ich halt weitere Gebiete freischalten kann. Ich habe da, seit Tagen habe ich so Lust darauf, aber dann kamen halt immer wieder andere Dinge dazwischen, so wie Hausflipper und so. ja, mal sehen, wie lange ich heute auch noch aufnehme. Boah, die will ich eigentlich beide haben. Das finde ich auch süß. Naja, eine Sache muss ich ja noch nehmen. Ich glaube, ich nehme jetzt erstmal den hübschen Gesichtsschmuck hier. Sudele. Jetzt habe ich da die erste Stufe schon freigeschaltet. Ah ja, genau. Um hier nach hinten zu kommen, ne? Man kann ja dann am Ende Mondsteine bekommen, wenn man am Ende noch Geschenke über hat. Das Problem ist aber, dass man hier bei den Aufgaben irgendwann keine mehr zur Verfügung hat. Ich weiß nicht genau, wer von euch das schon rausgefunden hat. Ich habe es halt auf jeden Fall. Also ich weiß, weil Shallow das gemacht hat, weiß ich das. Ich selber habe es leider nicht geschafft, wie gesagt. Und momentan hänge ich hier fest. Ich kann nichts mehr tun. Sogar noch nicht mal eine Stunde mit Merlin kann ich verbringen, weil Merlin irgendwie eine neue Aufgabe für mich hat. Und deswegen kann ich nicht mit ihm reden. Ah, Dover Merlin. Der kann natürlich nichts dafür, aber wir werden heute mal mit Merlin zusammenarbeiten. Oh, Eve, wie süß. Oh nein, Geschenke und so ein Verkaufsstück. Oh, das sind wieder so schöne Sachen, ne? Eigentlich will ich ja nur bis zum Ende durchkommen. Was gibt's denn hier? Oh, es gibt so viele Sachen, die ich gerne hätte. Oh, ein schönes geschmücktes ein Teppich und Fenster und ein Kamin. Oh Mann. Das ist ja cool. Ich möchte bitte einen geschmückten Merlin und einen Schlitten. Und das da. Ach, das ist der geschmückte Mickey. Aber ich glaube, der bleibt wahrscheinlich danach nicht so, ne? Ja, aber dafür muss ich halt alles ausgeben. Also ich muss alle Marken zusammenkriegen und muss alles komplett freischalten. Und dann komme ich erst hier hin. Und letztendlich komme ich, glaube ich, mit einem Minus raus. War sehr doof von mir, weil ich habe halt wieder das untere freigeschaltet und dafür Mondsteine ausgegeben. Das war nicht so gut. Na gut, ich nehme auf jeden Fall den Geschenkehaufen, den will ich haben. So. Ich werde wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich alles schaffen werde. Ich befürchte fast nicht. Deswegen werde ich mich jetzt schon mal darauf festlegen. Weihnachtsbaum will ich haben. Und im Endeffekt muss ich ja sowieso alles freischalten. Aber ich nehme jetzt die Sachen, die ich unbedingt haben will. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt haben will. Ist halt relativ teuer. Ich glaube, ich nehme erstmal das, weil das kann ich ja wieder zurücktauschen. Prinzipiell. Genau, jetzt habe ich hier meine Mondsteine wieder gekriegt. Und wenn ich Mondsteine, kann ich, glaube ich, 1:1 auch wieder zurücktauschen. Oder habe ich mich gerade verguckt? Nee, genau. Kann man 1:1 zurücktauschen. Hä? Ach so, ich bin jetzt hier schon? Hä, habe ich die jetzt schon eingetauscht? Okay. So eine Girlande ist auf jeden Fall schön. Nämlich Outfits will ich eigentlich auch immer haben. Oh Gott. Ja, ich brauche sowas. Ich brauche so einen Winteranzug. Und ich glaube, wir können sogar auch gleich nochmal einkaufen gehen bei Dagobert. Weil da war ich auch noch nicht. Das hätte ich irgendwie auch gerne. Ich nehme jetzt gerade erstmal keine Motive. Ich werde auch jetzt nicht den Tisch mitnehmen. Vielleicht später. Aber das wäre wichtig. Ein Teppich. Den finde ich so toll. Wir haben noch, wie viel? 175 habe ich noch. Dann Fenster auf jeden Fall auch. Weil ich halt immer denke, wenn ich mir auch ein so ein Fenster kaufe, kann ich ja, glaube ich, die restlichen dann bei Dagobert erhalten. Und so ein Kamin, ja, könnte ich eigentlich auch nochmal mitnehmen. Ich will eigentlich heute gar nicht unbedingt so viel Quatsch irgendwie, also viel umbauen, sondern ich möchte gerne einfach weiterspielen in der Geschichte. Ach, das nervt mich jetzt gerade. Ich auch das gerne machen möchte. Na, den will ich unbedingt mal angucken. Den festlichen Merlin. Wie kriege ich den denn? Oh nein, ich weiß das gerade nicht. Ich muss gleich mal kurz mich durchklicken. Das sieht irgendwie auch sehr schick aus. Festliche Weihnachtsweste. Ja, also Klamotten habe ich jetzt ordentlich, aber das reicht wohl nicht mehr für den Schlitten. Nein, es fehlen 5. Okay, aber wir arbeiten ja dran. Merlin, wo kriege ich dich denn jetzt? Kleidungsset? Vielleicht? Nee, Moment. Hier bestimmt Charaktere. Da, was ist das denn? Ah, okay, das war einfach, ja. Ich möchte bitte einen festlichen Merlin. Oh, oh. Hä? Oh, wie cool. Ja, er hat eine Zuckerstange als Stock.
Sehr hübsch, Merlin. Oh, weg ist er. Ja, yeah, na gut. Ah, und was ich euch auch noch zeigen wollte, es gibt so einen Code, den man eingeben kann. Und zwar bekommt man dafür das hier. Ich gehe mal in meinen Briefkasten. Ich habe es extra noch nicht rausgeholt. Hier, ein geheimnisvolles Objekt. Ich habe so eine goldene Kartoffel bekommen. Warum auch immer. Ich weiß nicht, warum. Ich fordere die jetzt mal ein und dann habe ich sie irgendwie. Wo ist sie denn jetzt? Ich habe sie irgendwie eingefordert, ich weiß nicht, wo sie hin ist. Da muss man, oh Gott, jetzt weiß ich natürlich nicht mehr auswendig, wie der Code war. Wie machen wir denn das? Man kann hier auf Einstellungen gehen, dann auf Hilfe und dann gibt es hier so einen Einlösungscode. Den kann man hier eingeben in dem Feld und dann bekommt man halt eben diese goldene Kartoffel, wo noch keiner weiß, wofür sie letztendlich dann da sein wird. Ich kann euch ja den Kommentar, oder ihr sucht vielleicht einfach auf YouTube nach goldene Kartoffel. Ich hoffe, ich denke dran, sonst verlinke ich euch da unten nochmal den Code oder ich schreibe euch den Code einfach rein, dass ihr den so kopieren könnt. Ich werde jetzt auch hier keine Zeit verlieren, kein Feld abbauen, nein, 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 sondern ich werde direkt die Quest von Merlin, was ist das denn? Oha, ist das Geschenkpapier? Oha, ich habe noch gar nicht gespielt zur Weihnachtszeit. Ich habe irgendwas eingesammelt, aber ich weiß nicht was. Festliches Geschenkpapier, Tatsache. Haha, ist ja cool. Die sollte man nicht essen, die goldene Kartoffel. Nee, genau. Ja, wo gibt's denn hier noch sowas? Gibt es hier überall Geschenkpapier? Na, das werden wir gleich noch hoffentlich rausfinden, ne? Oh, das ist so doof, wenn man hier einfach die ganzen Sachen nicht aufsammelt. Eine Sache muss ich noch machen. Begleiter. Ich habe fast alle freigeschaltet, die ich kann im Moment. Nur der blaue Waschbär fehlt mir noch. Ja, ich hole mir den Weihnachtsfuchs. Ach, wie süß ist der denn? Der hat eine Zahnlücke. Du süßer, du. Und ich muss mich kurz umziehen, ja? Dafür muss ja wohl Zeit sein. Ich habe nämlich auch wieder neue Sachen bekommen. Ein weißes Kochoberteil. Achso, ja, das ist ja auch neu. Oh nee, ich muss meine Jacke ausziehen. Wie sieht denn das aus? Ich könnte mich ja heute mal ein bisschen weihnachtlich anziehen. Blauer Gesellschaftsanzug. Also, das ist auch hübsch. Also das ist auf jeden Fall ein Outfit für heute. Mega. Ich habe mir sogar einen Rucksack geholt. Voll schick. Die Schuhe sind auch cool. Oder so eine hübsche Kette. Kette Freiheit. Eine neue Hose, die man natürlich nicht sieht, weil ich ja einen Rock drüber trage offenbar. Grünes T-Shirt. Aha, das ist so ein ganzes... Oh, das ist, glaube ich, ein Regenteil. Ja, ich zeige euch nur mal so ein bisschen, was ich hier alles so noch mir geholt hatte. Ich habe Socken? Hä? Sekunde, ich muss mal den Rock gerade ausziehen, weil sonst sehe ich das alles nicht. Und die Jacke auch. Das sieht auch schick aus. Ja, so kann man die Sachen mal ein bisschen besser erkennen. Stiefel, das hier, eine neue Winterjacke. Die muss ich wahrscheinlich auch wieder ausziehen. Sonst sieht man wieder nichts. Das auch neu. Eine Uhr. Das kann ich generell mal anziehen. Ein offener Pulli. Rote kurze Hose. Wadensocken. Hä, das ist ja mega cool. Ich habe gar keine Ahnung, wann ich die gekriegt habe, die Socken. Wurden die einfach mal dazu gepatcht vielleicht? Weiß gibt's auch noch. Oh, und das hier. Das war teuer. Ach, was für ein wunderschönes Kleid. Aber heute, nein, heute ziehen wir was Weihnachtliches an. Die ist auch nett. Noch ein Rucksack. Das T-Shirt ist neu. Das ist neu. Ich weiß, dass es neu ist, weil ich es halt selber alles noch nicht anprobiert habe. Ich habe sogar hohe Schuhe jetzt. Mit blauen Socken. Nein. Was ist das? Halbe Handschuhe. Die sehen ja richtig hübsch aus. So ein bisschen abgespaced, ne? So für das richtige Outfit ist das, glaube ich, auch ganz cool. Dann hier so eine rosa Hose. Passend dazu. Ich habe ja auch, glaube ich, das passende Oberteil zu dem Ding. Boah. Was ist das für ein komisches... Das sieht aber sehr seltsam aus, wie das hier fällt. Nee, das finde ich nicht schön. Rucksack. Oh, die sind auch der Hammer. Natürlich nicht mit Socken. Ja, aber zu meinem Weihnachtsoutfit, ich glaube, ja, da kriegen wir schon was Schönes hin. Das ist auch neu. Das habe ich auch, glaube ich, noch nicht anprobiert gehabt. Warum habe ich das nicht schon? Naja, komisch. Rosane Baseballkappe gefällt mir auch, aber nicht heute. So Fransenohrringe sind auch neu. Toll, jetzt sehe ich natürlich keine Schuhe mehr. So, gib mir mal die Hose wieder. Es ist halt einfach, tut mir leid, schon wieder so spät und deswegen ist es schon wieder so dunkel. So ein Seidenhemd. Eine neue braune Tasche. Ich finde es mal ein bisschen doof, weil meine Haare so komisch darüber fallen. Neue Turnschuhe. Alter, wie viel habe ich bitte neu? Die Jacke ist ja auch toll. So ein kleiner Leisure Blazer. Ein Schal. Oh, Schal kann ich mir vielleicht auch noch merken. Nee, wobei wahrscheinlich nicht unbedingt für das Weihnachtsoutfit, ne? Auch sehr hübsch. Rote Schlupfschuhe. Nochmal hochhackige Schuhe in Gold. Hatte ich die schon? Die Ohrringe sind auch richtig cool. So Schwerter. Ja, jetzt weiß ich nicht genau. Nee, das habe ich doch auch noch nicht ausprobiert. Die Krone. Und das hier habe ich doch auch noch nicht ausprobiert. Das sind ja wieder ganz andere Flügelchen. Uff. Nee, aber zum Weihnachtsoutfit bitte keine Flügel. Und das ist, glaube ich, das letzte, ne? Den hatte ich ja noch bekommen. Und das habe ich mir, glaube ich, nicht angeguckt mehr. Das sieht irgendwie auch voll hübsch aus. Oh, ich bin hin und her gerissen. Nein, heute muss das hier sein. Eventuell nehme ich sogar auch die hohen Schuhe. Hm, was ist mit dem Kopfteil hier? Krone? Oder die roten Schuhe? Ja, die sind noch besser. Vielleicht die goldene. Hm, auch ein bisschen weihnachtlich. Oh, und eigentlich müssten wir die nehmen. Ja. Ach nee, jetzt möchte ich mir auch gerade kurz mal für heute wenigstens eine andere Frisur machen. So ein bisschen was Schickeres. Nein. Hm, so hinten... Waren meine Haare schon immer so lila? Das ist bei der anderen Frisur gar nicht so aufgefallen. Ich finde die eigentlich schon recht gut für heute. Man kann ja auch neue Frisuren bekommen, ne? Habe ich leider bisher nicht gekriegt. Ich nehme mal ein bisschen helleres Lila oder so ein Rosa. Oder das da? So ein dunkles Rot, so weihnachtlich? Nee.
Ich nehme das. Guck mal, jetzt hast du schon wieder so viel Zeit verschwendet. Jetzt reicht's aber auch. Sehr hübsch. Ich gehe nochmal gerade verkaufen. Ich habe übrigens auch gesehen, dass ich noch total viele Beutel gefunden habe. Die habe ich euch auch alle noch nicht gezeigt. No. Goofy muss schnell meine Sachen loswerden. So, die ganzen Sachen, die ich vorher noch angebaut hatte, die bringe ich jetzt hier nochmal weg. Ja, wir haben wieder einen guten Puffer. Ah, Sternmünzen einsammeln? Nee. Was ist das denn? Wieso ist denn da grün? Nein, jetzt muss ich hier einmal kurz angeln gehen. Oh, falsch. Hä? Das ist ja komplett neu. Was gibt's da denn Besonderes? Da muss es irgendwas Besonderes geben. Hallo, Donald. Ich habe hier was Neues entdeckt, Donald. Hast du eine Ahnung, was das sein soll? Ich weiß nicht. Nein, wie süß. Ein festlicher... Ich habe gesabbert. Ein festlicher Barsch. Ja, was kann man denn damit jetzt machen? Ist ja richtig niedlich. Was war da denn? Ach so, ich glaube, das war Ursula. Ich habe gerade gedacht, da springen die Fische hoch heute. Ah, jetzt ist sie hier. Merlin. Merlin ist umgezogen. Cool. Kann in die Zukunft sehen. Ja, ja, ich kann also auch. Also weiß ich, dass du mit mir reden sollst. Ja, und was will ich dich fragen? Merlin, warum kann ich nicht mit dir reden? Ja, reden. Jetzt komm schon, uns erwartet viel Arbeit. Ja, ich bin froh, dass du mich gefunden hast. Er hat eine Entdeckung gemacht. Oh, Moment. Hast du Zeit, dass ich dir davon erzähle? Auf jeden Fall. Ungefähr eine Stunde habe ich Zeit. Ja, ich bin ganz Ohr. Ich habe einen seltsamen schwarzen Kristall gefunden, der im Wald vergraben war. Es war in der Nähe des dunklen Portals, durch das Donald gegangen war. Am bemerkenswertesten ist, dass er mit ähnlicher Magie wie die Nachtdornen durchdrungen sind. Wir müssen nachforschen, um mehr zu erfahren. Okay, okay, okay. Ja, ich bin bereit. Das ist die richtige Einstellung. Unsere Neugierde wird uns anspornen. Okay, was soll ich denn jetzt tun? Hä? Erkunde mit Merlin den Wald der Tapferkeit. Okay, Merlin, kurze Frage. Können wir vielleicht gerade mal abhängen für eine Stunde? Oh, oh, hallo. Lass uns abhängen. Ja, ich mache die ganzen Sachen noch nicht. Hervorragende Idee. Weil vielleicht brauche ich das ja noch. So, komm, Merlin, wir gehen jetzt in den Wald. Da war doch gerade noch Ursula. Dreht man sich einmal weg, ist sie verschwunden. Komm, ich porte mich einfach. Wie süß, mein Symbol sieht ja jetzt auch anders aus. Haha. Nice. Einmal hierher. Oh nein, warum pennt denn jetzt der Christoph? Aber ihr habt mir einen guten Tipp gegeben. Ich kann die Aufgabe aktiv anwählen und dann steht er wohl wieder auf. Also dann kann ich halt weitermachen. Das ist natürlich sehr, sehr gut zu wissen. Also ich schätze mal, dass ich mit ihm hier was erforschen muss. Vielleicht macht er mir nämlich hier den Weg frei. Komm mal her, Merlin, komm mal her. Hier, da will ich lang. Komm schon. Erkunde den Wald der Tapferkeit. Na gut, dann eben nicht hier. Komm, Merlin, dann gehen wir halt nach dort. Merlin, bist du noch da? Vielleicht will er auch mit mir in das Schloss gehen. Oder hier lang? Komm, Merlin, mach doch mal hier die Dinger weg, bitte. Merlin, mach doch mal, ich will hier rüber. Hallo, Mann! Nehme ich halt Knoblauch mit, falls heute Vampire vorbeikommen. Okay, dann hier. Merlin, sag mir mal, ich möchte das da wegmachen. Das kann ich auch noch nicht. Merlin, tu doch mal was. Okay, dann gehen wir hier hoch. Hier ist auch was. Guck mal. Hier wollen wir lang, Merlin. Er guckt nur blöd. Was bedeutet denn erkunde? Vielleicht müssen wir einfach alles erkunden. Ja, hier, guck mal, da hinten. Da ist ein Stein, Merlin. Dann gehen wir jetzt halt hier lang. Hier ist das Schloss und Elsa. Ja, wollen wir hier mal reingehen? Vielleicht brauchen wir das ja. Oh, Christoph schläft. Jetzt kann ich noch nicht mal da reingehen, weil der schläft. Der olle Sack. Ja, hier ist ein Busch. Und du? Nein, nicht gut. Dann hier geht's runter, Merlin. Guck. Das ist auch, gehört auch zum Wald. Interessiert ihn auch nicht. Merlin, was interessiert dich denn hier? Oh. Vielleicht hätte ich ja auch einfach mal hochgehen müssen. Vielleicht war das nicht gut, dass ich mich hier hochteleportiert habe durch den Brunnen. Vielleicht kommt hier irgendwas, wenn ich da so den Weg hochgehe. Ah, hier vielleicht. Hier, das was. Oh, oh, da, wo das Dings war. Hä? Nee, das war einfach nur eine Nachtscherbe. Da ist er ja. So, hier war doch irgendwo das Portal. Vielleicht deswegen. Möchtest du dies weitergeben? Eine mysteriöse Scherbe. Ja. Der weiß bestimmt Bescheid, was das ist. Plupp. Ja, kannst wieder hochkommen. Ha, noch so eine Nachtscherbe. Aber diese ist größer. Du solltest das Dorf nach weiteren Nachtscherben durchsuchen. Ich bin sicher, hier sind noch mehr vergraben. Das ganze Dorf? Oh, oh. Oh, yay. Sammle 5 Nachtscherben. Na gut, dann wir hängen ja eh gerade zusammen ab. Also, komm mit. Glaubt ihr, dass jetzt hier welche neu gespawnt sind? Oder muss ich jetzt... Ich muss ja das komplette Dorf absuchen. Wahrscheinlich ist hier nichts mehr. Sonst hätte ich doch bestimmt hier eben auch schon was gefunden. Hallo, Kleiner. Ja, hier wachsen meine Zwiebeln. Ihr habt richtig gesehen. Ich habe hier mal was angebaut. Ja, ich brauche halt Geld, ne? Was soll ich machen? Sonst kann ich nicht einkaufen gehen. Sonst komme ich nicht weiter. Muss ich leider machen. Warte, warte. Ah, ne, doch nicht. Wie finde ich die denn jetzt so schnell? Durch Ablaufen wahrscheinlich. Okay, hier oben ist halt einfach mal nichts. Nicht, dass ich jetzt hier völlig falsch bin und eigentlich sind die Nachtscherben alle oben. Das wäre natürlich eine Katastrophe. Ah, immerhin. Eine Kiste. Die nehme ich mit. Meine Mondsteine. Yippie-yay. Aber nicht, dass ich jetzt hier nachher einfach nur graben muss, oder? Was? Oh, okay, gut, dass ich das ausprobiert habe. Hier war noch eins. Nein, das war keine. Da hinten noch einer. Hier wird's wieder laut. Ja, 2 Stück. Sehr gut, sehr gut. Kann ich nicht auch einfach so den Boden aufgraben? Ich glaube, das dauert zu lange. Ich klingel irgendwie die ganze Zeit beim Laufen. Habe ich irgendwo Glöckchen? Ich glaube, irgendwo hängen bei mir Glöckchen. Deswegen höre ich mich an wie so ein Rentier. Also normalerweise sind überall diese Löcher im Boden und jetzt finde ich die einfach nicht. Okay, wir versuchen es mal am Strand. Da, komm, gib mir eine Nachtscherbe. Hier ist doch gruselig. Nein!
Überall Steinchen. Ah, na gut, ich nehme das mal gerade mit. Vielleicht kriege ich wieder irgendwas Festliches. Ach nee, das sind keine grünen Blasen, ne? Ist das nicht so? War hier nicht eine Krabbe? Ach nee, das war der andere. Schwert? Schwertfisch, ne? Dann war hier eine Krabbe. Garnele. So ähnlich. Ich habe schon gesehen, hinter mir ist wieder was zum Buddeln. Bitte, jetzt gib mir einfach noch die letzten Scherben da. Genau, eine Garnele. Ah, da ist was. Ah, eine Alge. So eine rote. Jetzt aber komm. Ach, das gibt's doch gar nicht schon wieder. So eine doofe Tagscherbe. Kann ich die nicht einfach umwandeln? Na, hier dran müssen wir auch noch arbeiten. Aber ich habe noch kein Lehm. Vielleicht gibt's hier Lehm. Das sieht auch so cool aus. Hä, was ist das denn da oben? Hä, das war doch sonst nicht da. Dieser Sternenhimmel da. Hä, ist das neu? Ich meine, es gab ja das nächste Add-on schon wieder. Huch, was habe ich denn da übersehen? Eine Erinnerung, na nü. Es gibt jetzt das Toy Story Add-on. Da habe ich natürlich auch gar nichts von mitgekriegt, weil ich ja den Rest auch noch nicht habe. Deswegen ist bei mir noch nicht so viel aufgefallen. Film soll das denn jetzt sein? Schwierig. Ah, hier. Kann ich nicht einfach... Ach, ich wollte gerade sagen, kann ich nicht einfach eine aus meinem Inventar nehmen? Ich habe doch so viele gesammelt. Hier, Merlin, da. Versuche diese Nachtscherben mit einer Traumscherbe auf deiner Werkbank zu reinigen. Das kann ich. Während du diese gesammelt hast, habe ich die große Nachtscherbe weiter untersucht. Während er neben mir hergelaufen ist. Ja, er ist ein Magier. Sie reagiert stark auf Dreamlight-Magie. Ich glaube sogar, es war einmal Dreamlight. Punkt, Punkt, Punkt. Das irgendwie von der Dunkelheit korrumpiert und verdreht wurde. Vielleicht können wir Dreamlight nutzen, um sie alle zu reinigen. Versuche auf deiner Werkbank diese Nachtscherben mit einer Traumscherbe zu verbinden. Ja, ich nehme einfach diese Werkbank hier. Was? Benutzen? Was bitte? Hier, ne? Gereinigte Nachtscherbe. Was ist das denn? Ein ungezogenes Geschenk? Oh, oh, ein Kohle. Cool. Oh, ich kann einen glänzenden Rubin. Oh, kann ich natürlich nicht. Glänzendes Geschenk. Oh, ich kann mir einfach... Nein, das kann ich nicht. Sonst könnte ich mir hier Geschenke herstellen. Stuhl für Weihnachtsfest mal. Oh, ach, das ist ja voll süß. Ach so, doch. Das ist ja doch das hier, ne? Ah ja. Na gut, dann machen wir das mal. Gereinigte Nachtscherbe. Und jetzt? Kann ich was Neues herstellen? Nee, ne? Okay, fertig. Hier, Merlin, ich habe da was für dich. Ich hatte recht. Die Nachtscherbe ist gereinigt. Hm, sie glänzt. In der Tat. Sehr glänzend. Das ist auch eine bedeutende magische Entdeckung. Glänzend. Das war was anderes. Kann ich sie einem meiner Freunde geben? Oh, nun ja. Ich sehe kein Problem darin. Schließlich ist die Entdeckung viel wichtiger als der Gegenstand. Da sie eher selten ist, bin ich mir sicher, dass sich ein Freund über ein solches Geschenk freuen würde. Nun, ab mit dir. Gib sie deinem Freund. Ich werde über unser nächstes Experiment nachdenken. Mann, ich dachte, wir können jetzt endlich diese komischen Baumstumpen wegmachen. Aber nein, er will ja nicht. Schenke einem beliebigen Dorfbewohner eine gereinigte Nachtscherbe. Jo. Bitteschön, Merlin, ich hab da was für dich. Oder geht das nicht? Darf ich das nicht? Ich habe Angst, dass ich meine Nachtscherbe einfach wieder... Vielleicht schenke ich sie doch lieber wem anders. Wen haben wir denn hier? Wir gucken mal kurz, wer als nächstes da ist. Donald, bist du's? Nein, Karte. Oh, ich könnte sie Remy schenken. Remy, ich habe eine fette Scherbe für dich, aber nicht schneiden, bitte. Macht sich bestimmt gut in deinem Restaurant. Reden die miteinander? Ach, wie süß. Nee, ne? Da, guck mal, da ist wieder so ein doofes Loch, ja. Super, die ganze Zeit gesucht und jetzt sind sie hier überall. Ich habe etwas für dich. Kann ich das jetzt einfach so machen? Ich mache das jetzt so. Er freut sich auf jeden Fall, das ist schon mal gut. Ob es jetzt das auch erfüllt hat, weiß ich nicht. Für mich? Wow, danke. Ja, das war's eigentlich. Ja, hat geklappt. Okay, gut. Dann hätte es ja vielleicht auch geklappt, wenn ich es ihm gegeben hätte. Aber egal. Die Dinge... Ach so, das kenne ich ja schon. Ach, ich dachte, der macht jetzt weiter mit mir. Oh nein, er will gar nicht mit mir reden. Mann. Dann gucken wir mal, wen nehmen wir denn sonst noch? Story-Aufgaben? Ah, ich könnte auch Maui herholen. Er scheint verärgert, dass Vajana ihn verlassen hat. Ich beschließe, mit ihm zu reden. Oder, oh, ich muss den schillernden Strand dekorieren mit 10 Möbelstücken. Das könnte ich ja eigentlich direkt machen, wenn ich oben bei... Oder, ach nee, ich könnte ja auch so machen, ne? Ich habe ja unglaublich viel gesammelt. Das heißt, ich kann hier einfach mal vorbeilaufen und kann dann... Was stellen wir denn mal für schöne Möbel her? Och, es gibt ja so viele coole Sachen inzwischen. Boah, mega. Oh, ich könnte auch sowas bauen. Ach, so, weil ich jetzt Eisenbarren habe. Einen Briefkasten. Hm, was passt denn zu so einem Strand? Ja, uff, das ist aber teuer, ne? Da brauche ich einen Topaz für. Naja, aber so an einem Strand brauchen sowas. Große Strandvöckel ist auch cool. Aquamarine habe ich auch relativ viele. Vielleicht, ich versuche es mal mit ein bisschen blauem Licht. Also Minimum davon, ich sag mal 4. Habe ich alles genug da? 4 Strandfackeln mit blauem Licht. Wunderbar. Dann, was könnte man denn noch am Strand brauchen? Vielleicht könnten wir auch eine Bank dahinstellen. Oder was gibt es noch Schönes? Ich guck mal gerade. Was ist das denn jetzt? Große Strandfackel? Oder hat sich jetzt da irgendwas verbessert? Nee, ne? Korb? Könnte ich vielleicht auch neben Vajana stellen? Achso, sie braucht einen Korb. Achso, für die muss ich irgendwas herstellen noch? Gesundheit.
Oder so ein Korb, würde der auch noch an den Strand passen? Eine Toilette, ein Plumpsklo. Das wäre ja cool, ein Wasserturm. Ich habe Erde, Hartholz, oh ja, Eisen. Eisenbahn kann ich übrigens auch noch einige herstellen. Ich habe auch ganz viel Eisen gesammelt. Ich habe irgendwie Lust auf den. Ich stelle jetzt mal einen her. Ja. Meine Katze ruft. Jetzt haben wir 5 Sachen. Wegweiser wäre eigentlich auch irgendwie voll gut. Ich nehme mal 2. Eine für den linken Teil und einen für den rechten Strand. Ah, ist schon der letzte Eisenbahn, ne? Egal. Oder nehme ich 2 so? Ich kann ja theoretisch jetzt auch eigentlich schon mal hier noch ein paar Eisenbarren herstellen. Wir nehmen mal... Ja, komm, 10. 10 sind gut. Weiter habe ich das hier noch rumliegen. Ich weiß leider gar nicht, was ich hier noch so rumliegen habe. Na, oh no. Oh nein, da brauchte man Hartholz für. Jetzt kann ich ja die Dings gar nicht abgeben. Da braucht man auch Hartholz für. Nein, ich habe nicht drauf geguckt. Ich bin so ein Trottel. Ich bin... Oh nein. Kann ich jetzt die Quest dann nicht mehr abgeben? Ich drehe durch. Bitte rückgängig machen. Ich möchte ihn wieder zerlegen in seine Einzelteile. Ich möchte mein Hartholz wieder haben. Naja, ich meine, ich muss das doch jetzt irgendwo anders sammeln können, weil ich hatte eigentlich das Hartholz zusammen. Aber okay, egal, mir fehlte sowieso der Lehm. Weil das Hartholz ist halt nicht mehr nachgekommen. Hä? Wieso kann ich nur so wenig Möbel herstellen? Was ist denn nun passiert? Ach, da sind sie ja wieder. Hä? Aber die sind doch neu. Das ist aber eher was für oben. Also ich finde unten an den Strand, das Plumpsklo geht jetzt auch. Was? Nur weil ich die Bank hergestellt habe, oder wie? Also manche Sachen, dann wird irgendwas freigeschaltet. Oder wir machen einen Holztisch. Ja, ich habe richtig viel Holz. Ich mache einen Holztisch noch. Und ja, Minimum 2 Stühle, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Mir fehlt noch eine Sache dann. Hatte ich jetzt schon Stuhl? Oh Gott, bitte nicht. Ich baue einfach mal noch so einen schönen Beutel. Braucht man immer. Ja, jetzt haben wir das alles mal probiert. Ach, eine Kiste wäre natürlich auch cool gewesen, so für einen Strand. Ach, oder so eine andere Fackel. Einfach mal, um zu wissen, wie der Unterschied ist. Hä, das ist jetzt plötzlich auch freigeschaltet. Ne, nünana. Ach, weil ich jetzt mehr Eisen zur Verfügung habe. Deswegen. Die sind ja auch richtig hübsch, die Luftballons. Aber ich glaube, ich habe alles. Neue Möbel freigeschaltet. Was? Ich dachte freigeschaltet. Was denn nun? Ich glaube, ich habe viel zu viel. Wo sind die Sachen? Ach ja, unter Möbel natürlich. Alles? Ah, okay. Hier unten ist was. Ja, wir müssen jetzt natürlich irgendwie zum Strand runter. Ich weiß noch nicht so recht, an welcher Seite. Ob wir jetzt hier hingehen? Hier ist eigentlich so relativ wenig Platz. Ich könnte ja hier eine Bank hinstellen. Oder wir machen hier vielleicht die Fackeln auch hin. Ich muss ja, glaube ich, noch nicht mal rüberlaufen. Nein, das hier würde auch voll gut an den Strand passen. Ich habe ja auch noch ein paar schöne Sachen. Muschelhorn. Oh nein, das hätte ich ja auch alles nehmen können. Feuerstelle zum Kochen mit... Oh, na toll. Jetzt habe ich hier so viel. Braucht das gar nicht. Feuerstelle. Da ist wieder ein festlicher Fisch mit Weihnachtsmütze. Oh, das brauche ich gleich. Vielleicht mache ich mal hier so eine Feuerstelle hin. Und dann daneben ein roter Strandstuhl. Ich werde verrückt. Ja, den setzen wir natürlich davor. Leider habe ich nur einen davon. Schade. Ein Kokosnussgetränk. Okay. Vielleicht geht das auf den Tisch drauf. Dann machen wir den Tisch auf die andere Seite. Moment. Ich möchte bitte... Hallo. Ich möchte bitte hier rüber. Ach, so geht das. Hier wäre doch eine schöne Ecke. Hier haben wir den Tisch. Oder wir machen den dahinter. Hier so. Eine Bank würde ja eigentlich auch noch ganz gut hier hinpassen, ne? Ah, überlappt sich so ein bisschen blöd. Oder so eine Bank, wo man so aufs Meer gucken kann. Ist das hübsch da? Erstmal hin. Beutel würde eigentlich auch gut noch hier hinpassen zum Verkauf. Ah, jetzt ist hier so ein komischer Stein. Dann da halt daneben so. Oh, ich kann oben einen Weihnachtsbaum aufstellen. Hoffentlich auch draußen. Picknicktisch aus Holz. Der wäre natürlich auch gut gewesen. Handgeflochtener Palmenkorb. Ja, sehr schön. Oh, man kann das hier oben draufstellen. Ich werde den, glaube ich, daneben platzieren. 2 Stühle. Genau. Die brauchen wir auf jeden Fall. Dann machen wir hier so, dass man so gegenüber sitzen kann. So. 2-köpfige Fackel. Halt, wo ist sie hin? Ah, da. Große Fackel. Wieso habe ich denn nur eine große Fackel? Hä? Oh, wie schön. Ja, und eine 2-köpfige Fackel auch. Ist das hier gut? Ja, komm, hier auch bei der Bank. Muschelhorn wäre vielleicht auch noch schön. Neben Vajanas Haus. Kann bestimmt auch Musik machen auf der Muschel. Ich weiß nicht, wie viel ich platziert habe. Das wollte ich hier noch raufsetzen hier, das Kokosgetränk. Machen wir mal da in die Mitte. Oh, ich wünschte, ich hätte noch eins. Ich könnte bestimmt noch eins nachkaufen. Oder ich weiß nicht, ob das auch noch zu den kaufbaren Dingen gehört. Naja gut, wenn es ein Möbelstück ist, ja, vielleicht schon. Ah, dann nehmen wir sonst das auf der anderen Seite. Dann tun wir so, als sei das was zu essen. So, hier so schräg gegenüber. Haben wir es jetzt schon? Bestimmt. Waren das 10 Sachen? Ja, guck mal. Schon fertig. Aktive Aufgabe. Ich gucke hier nochmal eben rein, weil ich muss das nur sammeln. Oh, es fehlt mir gar nicht. Ja dann. Seil muss ich noch herstellen. Lehm. Also da kann ich nicht weitermachen. Mit Dagobert sprechen, das kann ich machen. Teile zum Basteln kann ich nicht herstellen. Seile, Körbe, rustikale Holzkiste. Das kann ich theoretisch auch machen. Okay, also ich spreche jetzt erstmal mit Dagobert gleich und gehe dann zu Maui auf dem Weg. Kann man denn sogar Feuer machen? Nee, schade. Das sieht nur so aus. Schade. Das wäre cool gewesen. Oh nee, ne? Wenn ich jetzt hier zu Dagobert reingehe, dann muss ich auch Dinge
Dinge kaufen. Ah, ist das günstig? Oh, ist nicht so teuer. Sei gegrüßt, Nachbar. Von Wally. Hallo, Dagobert. Ich muss gleich nochmal mit dir sprechen. Ich wollte nur ein paar Schnäppchen abgreifen. Dankeschön. Bitteschön. Und hier vielleicht noch eine Hose. Ist auch aus der Wally-Kollektion mit so einem, was ist das hier? Smoothie oder so? 2600, ja. Gebe ich immer gerne mal aus für eine Hose. 2600. Der Rock ist mir tatsächlich zu teuer für 25.000. Ne, dafür habe ich noch nicht genug. Und das ist auch sehr mysteriös, wenn man von draußen reinguckt, guckt es dich auch an. Das heißt, die Puppe hat sich umgedreht, während ich reingegangen bin. Was ist da denn? Oh, das ist ein Schnäppchen. Das sind Ohrringe. Ich liebe Ohrringe. Ja, dreifach Ohrstecker in Silber. Oh ja, auf jeden Fall. Richtig günstig. 570. Dann haben wir so einen Rucksack. Die Brille finde ich nicht so schön und auch nicht den Preis wert. Oh no. Hier sind immer schöne Sachen auf dieser Seite. Das sind echt hübsche Schuhe. Das sind so Muschelschuhe, glaube ich. Aber die kosten 10.000. Nee, Schön und das Biest. Ui. Oh, was ist da denn hinten? Das ist ja ein richtig schicker Absatz. Ach Mann, jetzt habe ich schon wieder für so einen Quatsch so viel Geld ausgegeben. Nee. Du hast einen Job für mich. Ja, ja, stimmt, genau. Ich wollte sowieso gleich mit dir reden. Warte doch mal kurz. Ich muss hier erstmal alles aufkaufen. Bayana? Oh, das ist ein Bild. Wandteppich. Ja, das ist eigentlich gut. Das sieht ja auch cool aus. Oh, das ist ein Schnapper von Ralf Reicht. Ein Desktop-Computer. Nehmen wir. Her damit. Auf Wiedersehen. Bis bald, ja, bis sofort gleich. Warum ist die denn jetzt so teuer? Auch Vajana-Lampe. Habe ich die schon? Ich glaube, da habe ich den Stuhl von. Oh, dann hole ich mir jetzt den passenden Hocker. Ein Sternenhocker. Ah, geht noch. So, sehr schön. Das ist ein Kinderstuhl, oder wie? Mickey und Freunde. Wie klein ist denn der Stuhl, bitte? Er ist günstig. Wir nehmen ihn, weil er günstig ist. Topf habe ich schon. Ach, irgendwie weiß ich nicht, ob ich die Lampe mitnehmen soll. Ich könnte, wenn ich wollte. Aber ich weiß jetzt gerade nicht so genau, ob ich will. Nee. Was ist denn hier passiert? Das ist doch ein Wandmuster. Graue Steintapete mit Silberverzierung. Elegant und gewagt. Ja, ich brauche etwas sehr gewagtes. 4.000. Aber für eine Wand ist es okay. Hey, noch ein PC. Oh nein, der sieht ja auch gut aus. Der sieht auch sehr viel eleganter aus. Der schwebt vor allem. Von Ralf Reicht schon wieder. Ein virtueller Schreibtisch. Brauche ich das jetzt auch noch? Den gibt es bestimmt danach nie wieder. Deswegen muss ich ihn kaufen. Nein, ich habe Blödsinn, ich habe wieder viel Geld ausgegeben. Ja, wir müssen einmal ganz kurz hier oben nachgucken. Oh, der ist zwar nicht schön, aber er kostet nur 660. Man weiß ja nie, vielleicht braucht man den auch irgendwann nochmal für draußen. Ja, da kann ich ihn da hinstellen, muss ihn nicht selber herstellen. Oh, what? Ja, also das will ich auf jeden Fall haben. Das ist ja, das ist ja toll von Lilo und Stitch. Die sind noch nicht da, ne? Lilo und Stitch kommen noch nicht vor. War teuer für ein Handtuch und einen Vorhang, genau. Für ein Handtuch und ein Sonnenschirm. Gut, dann können wir jetzt mal miteinander reden. Vollständiger Wiederaufbau des Tals. Der schillernde Strand, genau, das habe ich ja erledigt. Der schillernde Strand hat niemals besser ausgesehen, Sansara. Vielleicht kannst du jetzt versuchen, im Ozean zu schwimmen, anstatt in einem Pool voller Geld. Oder ich könnte beides tun. Nichts entspannt mich so sehr wie ein Bad in meinem Geldspeicher. Nein, stopp. Oh Mann, was rennt der denn? Hallo, du hast doch eine Aufgabe. Bleib doch mal. Alter, für so einen alten Herrn hat er aber ordentlich noch Hummeln im Hintern. Ein Haus für die Ernte. Ente. Und wieder Aufbau des Tals, der Wald der Tapferkeit. Vielleicht wird da meine Aufgabe, also mein Aufgabengebiet wieder ergrößert. Genau, wahrscheinlich. Vergrößert. Haus für die Ente. Ich nehme einfach mal beide an. Sansara, du siehst so aus, als ob du mich um einen Gefallen bitten willst. Es ist nicht für mich. Es ist für Donald. Er braucht Hilfe bei der Reparatur seines Hauses. Stimmt, das ist ja dieses Wasserhaus. Das heißt auch Schiff zu Deutsch. Das ist ja ziemlich kaputt. Das ist ja alles voller Wasser gelaufen. Und das wäre bestimmt eine gute Idee, das mal wiederherzustellen. Mein Taugenichts von Neffe braucht also Hilfe, was? Wie ich Donald kenne, will er sie umsonst. Warum soll ich bei diesem Unterfangen Geld verlieren? Tja, weil er zur Familie gehört. Oh, und ich habe gelesen in den Kommentaren, dass es sehr wohl damit zu tun hat, was man für eine Antwort auswählt. Also das hat wohl schon auch einen gewissen Einfluss auf die Entwicklung. Also ich weiß nicht, ob es generell einen Einfluss auf die Entwicklung der Geschichte hat oder ob du dann halt vielleicht noch ein paar andere Sachen machen musst oder machen kannst. Also irgendwas scheint sich auf jeden Fall zu ändern. Weil er zur Familie gehört, weil er wirklich wütend ist, weil ich nicht aufhören würde, dich zu nerven, bis du es tust. Ja, genau. Gutes Argument. Obwohl du viel zurück haltender bist als mein Neffe. Natürlich hat er etwas Gutes getan, um dem Tal zu helfen. Gut, ich gebe dir etwas, das Donald helfen wird. Hier, bitte. Was wird das sein? Ein Zettel. Ah, vielleicht eine Urkunde. Oder, ich weiß nicht. Was ist das? Die Baupläne für Donalds Haus. Du brauchst sie, wenn du es reparieren willst. Okay, das heißt, ich muss das ganze Geld wieder ausgeben. Das ist noch nicht alles. Du wirst auch ein Bootsreparaturset brauchen. Was habe ich gesagt? Wie viel wirst du mir für so eines abknöpfen? Oh, so etwas habe ich nicht auf Lager. Das wäre nicht rentabel. Du kannst es selbst herstellen, wenn du etwas Weichholz, Hartholz,
Holz, Seil und Eisenbahren sammelst. Schon wieder Hartholz. Da muss ich doch erstmal in den Wald. Da komme ich doch noch gar nicht hin. Ich krieg die Krise. Nein, nicht weglaufen. Ich will die andere Aufgabe auch noch. Der Wald der Tapferkeit könnte ein beliebtes Ausflugsziel sein, weißt du? Aber so wie er jetzt aussieht, wird niemand in diesem Wald wandern wollen. Ich werde ihn dekorieren und ihn zu einem perfekten Ort machen. Jetzt muss ich schon wieder dekorieren. Gibt's doch gar nicht. Für eine Wanderung in der Natur, für ein romantisches Picknick, um Vögel und Tiere zu beobachten. Ist das jetzt so, dass wenn ich mich für irgendwas entscheide, dass ich dann auch die Sachen vielleicht bauen muss? Ich mach mal, um Vögel und Tiere zu beobachten. Das ist eine großartige Idee. Wenn ich einen Taler für jedes Tier in diesem Wald bekäme, dann wäre ich wohl noch ein bisschen reicher, als ich es ohnehin schon bin. Nehme ich an. Hat er jetzt noch was? Ich glaube nicht. Ja, stelle 10 Möbelstücke auf, genau. Was habe ich denn noch? Ach, das kann ich hier drin nicht machen, ne? Bah, vielleicht kann ich ja noch irgendwas Schönes herstellen. Wie wäre es denn jetzt hier mal mit sowas? Boah, da brauche ich aber so teure Sachen, ne? Granat wäre auch cool. Aber ich habe halt echt wenig Eisenbarren. Nein, wobei das ist nicht so schlimm. Aber Glas? Ja, okay, Glas könnte ich auch noch ein paar herstellen. Ich mach mal 3 Glas so. Einfach nur, dass ich so ein bisschen was habe. Und Eisenbarren habe ich ja auch noch ein paar. Boah, wenn ich gewusst hätte, dass ich so viel Eisenbarren immer brauche, hätte ich direkt viel mehr gesammelt. Das ärgert mich gerade ein bisschen, weil ich das Eisen immer nicht mehr so mitgenommen habe. Ich werde einfach mal hier von 2 nehmen. Bänke brauche ich auch. Ja, ja, Bänke brauche ich. Oder vielleicht sogar 4 Laternen. Ah nee, ich habe gar nicht so viel, ne? Ach doch. Boah, das ist echt ein Eisenbarrenverschleiß. Egal, machen wir. Wir haben 4 Laternen. Eine Kiste. Ah nee, ist ja Hartholz. Oh Gott, das will ich bloß nicht. Aber eine Bank, 2 Bänke. Dann haben wir schon mal 6. Genau. Dann habe ich ja noch das Dings dafür. Picknick, das könnte man vielleicht auch in den Wald legen. Eigentlich lieber an den Strand, ne? Es fehlen noch 4 Sachen. Vogelhaus wäre doch auch cool. Ja, wir machen ein Vogelhaus. Fehlen noch 3 Sachen. Stell noch ein bisschen Eisenbarren her. Brauche ich wahrscheinlich sowieso nicht in pur. So ein Brunnen wäre wahrscheinlich auch hübsch. Boah, vor allem, ich habe ja so viel Stein. Ah, es ist auch viel Faser. Faser ist doof. Brauche ich nochmal hierfür? Ach, nur Weichholz. Oh nein, hier brauche ich ja auch Fasern. Ah, den habe ich ja auch noch. Das hat ja auch Hartholz gekostet? Upsi. Oder war das das, was ich gebaut habe mit Hartholz? Nee, ne? Mausi. Hallo. Ja, Mausi. Ich kann gerade nicht aufstehen. Meine Katze miaut gerade vom Kratzbaum runter. Kläglich. Als hätte ich sie vergessen, ihr Leben lang. Okay, also wir bauen einen Steinbrunnen, weil ich es schön finde. Nicht, weil es schlau ist, glaube ich. Ach, ich baue auch einfach nochmal einen Spalierbogen. Den können wir bestimmt irgendwann nochmal gebrauchen. Ja, weil ich kann es halt. Muss jetzt aber auch reichen, ne? Okay, hin teleportiert. Und dann gucken wir jetzt einfach mal von oben. Ah ja, genau, ich weiß, ihr habt halt auch gesagt, man kann ja den Brunnen auch nach drüben verschieben. Und dann kann man halt auch schon mal nach drüben gehen. Aber irgendwie ist das für mich so ein bisschen wie Cheaten. Und deswegen, ich will das eigentlich nicht. Ich werde das hier alles so schön nacheinander durchprügeln. Also nicht prügeln, aber so durchmachen, wie es halt auch gehört. Oh, das ist natürlich auch cool. So ein gruseliger Baum, den wir hier irgendwo vielleicht mal im Wald in der Ecke verstecken. Oh, der ist halt einfach so mega riesig. Hier vielleicht. Das ist dann so ein großer, versteckter Gruselbaum. Yay, I like it. Hier haben wir dann einen Weg. Dann können wir, nee, nicht unbedingt an den Weg, ne? So ein Vogelhaus ist ja eigentlich Quatsch am Weg. Sonst vielleicht hier hinten hin. Da ist es so ein bisschen geschützter. Ich muss mal mitzählen. 2 Sachen habe ich jetzt. Ah, da habe ich schon diese Hula-Lampe, genau. Oh, oder so eine Statue. Die würde doch auch voll gut hier hinpassen. Hier ist alles so ein bisschen gruselig. Können wir nicht hier vielleicht, nee, schade. Oder hier so an den Rand. Das ist ja so ein unheimlicher Thron. Das ist hier so ein bisschen unheimlich, die Ecke. Dann könnte theoretisch auch noch ein Seelenbrunnen hin. Ah ja, komm, wir machen hier den unheimlichen Wald. Ja, da kann man so reinspringen und dann ist man verschwunden. Vielleicht. Picknicktisch. Ja, das ist auch gut. Den machen wir natürlich an eine schöne Stelle. Irgendwo so hier hinten im Wald kann man dann Picknick machen. Das müsste jetzt 5 sein. Ah, da passt der hier vielleicht auch daneben. Das sieht da auch ein bisschen schick aus. Oder beim Verkaufsstand wieder. Ja, ich glaube, das ist noch besser. Genau. Dann kann man das hier kaufen. Das müsste jetzt 6 sein. Ich habe vorhin noch nicht mal den Wegweiser benutzt. Ah, oh, hier ist schon einer. Na toll. Dann brauchen wir hier auch noch einen. Kann ich da was draufschreiben? Nee, ne? Müsste jetzt Nummer 7 gewesen sein. Dann haben wir noch eine Bank. Die stellen wir dann hier so hin. 8. Ah, der Brunnen, auf jeden Fall. Hier so ein kleiner Brunnen am Wegesrand. Würde das hier eigentlich auch zählen? Kann ich nicht einfach eine Straße bauen? Jetzt habe ich gar keine von den Laternen. Oh, nee, ne? Na gut, wir machen einmal hier so an die Kreuzung, machen wir eine Laterne. Hier so hin. Na komm, dann noch eine. Wobei, ich glaube, ich habe jetzt eigentlich schon alles. Ich wollte hier irgendwo an die Kreuzung noch was machen. Oder vors Haus, ne? Na, ja, sprich mit Dagobert. Ich brauche nur noch 2 Seile. Dann gehe ich jetzt rein, spreche mit Dagobert und stelle mir dann im gleichen Atemzug 2 Seile her. Weil da ist ja auch eine Werkbank drin. Ja, ja, ja,
genau. Was machst du denn da unten, Merlin? Kam sie gerade aus dem Tresorraum? Hä? Zwei Seile. Ich muss E-Seil herstellen. Oh nein, jetzt brauche ich schon wieder Fasern. Das gibt's ja gar nicht. Oh oh, für sie brauche ich auch so viele Seile. Ich brauche generell so viel, ne? Habe ich das voll vergessen? Also ich kann jetzt weitermachen mit Donald, Dagobert und Maui. Hier kann ich erstmal abgeben. Der Wald der Tapferkeit sieht prächtig aus. Gut gemacht, Zanzara. Wie ich immer sage, eine solide Investition wird sicher eine solide Belohnung bringen. Ein bisschen Geld vielleicht, oder? Ansehen. Gar nichts. Das war ja nicht so viel. Und er hat ja sonst jetzt auch nichts mehr. Schade, Marmelade. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal wieder Geld in die Hand nehmen und Donalds Haus verbessern. Ich nehme mal an, dass wir hier unten jetzt... Oder auch nicht. Ah, Moment, vielleicht kann ich das ja auch, wenn ich hier... Muss ich das lesen? Nein, das lesen. Was bitte? Was ist denn nun passiert? Oh, das sieht wieder so gruselig aus. Die Einsamkeit ist kalt. Mein Verstand ist taub vor Einsamkeit. Meine Gedanken sind träge und dumpf. Es würde helfen, wenn ich mit jemandem reden könnte. Aber hier ist niemand. Gott, oh Gott. Die arme Königin. Warum kann ich das denn nicht lesen? Kann ich damit was machen? Nein. Ich klicke hier gerade überall mal drauf, aber irgendwie kommt da nichts. Vielleicht kann ich ja mit ihm sprechen. Oh mein Gott, das Schiff sinkt. Hilfe! Hilfe! Ah ja. Ach, Donald, du bist aus deinem Schiff rausgepurzelt. Okay. Entschuldigung. Na, ich muss das... Oh, ich muss das Bootsreparaturset herstellen. Tschüss. Komm gleich wieder. Ich hoffe, ich habe alles. Hm? Bootsreparaturset, wo ist denn das? Da. Oh no. Seil? Ach so. Hartholz, schon wieder. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich so viele Sachen brauche. Ich dachte, ich hätte schon voll viel gefarmt. Ich würde so gerne das hier mal bauen. Ich mache das einfach mal. Das kann ich bestimmt auch einfach irgendwo aufstellen. Zählt doch vielleicht auch zu, ich weiß nicht was. Möbel? Nee, eigentlich nicht, ne? Jetzt müsste ich wieder zurück können zu Donald. Bringe Donald den Gegenstand. Ich hoffe, er ist noch zu Hause. So, Donald, ich bin wieder da. Ja, ja, genau. Ich habe hier was. Wir machen dein Schiff wieder heile. Also du. Ich kann das, glaube ich, nicht. Oh Mann, wir haben alles, was wir brauchen. Jetzt brauchen wir nur noch jemanden, der das Boot repariert. Nein, bitte nicht schon wieder ich. Kannst du es nicht selbst tun? Kannst du es nicht selbst tun? Ich habe was vor. Niemals. Ich kann viel. Aber jedes Mal, wenn ich einen Hammer in die Hand nehme, schlage ich mehr auf meinen Daumen als auf die Nägel. Wenn wir zu einem Schild von meinem Haus gehen, wird mein Onkel Dagobert ist vielleicht reparieren. Okay, nicht ich. Ah, doch, ich muss es bezahlen. Willst du deinen Onkel um einen weiteren Gefallen bitten? Tolle Idee. Duckbauunternehmen kommt zur Rettung. Uff, Herr Duck hatte recht mit dir. Ich will ihn nicht verärgern. Na, heißt er sauer auf mich und redet nicht mehr mit mir. Ich mach lieber das. Klingt gut. Lass uns zu dem Schild vor meinem Haus gehen. Der ist fast rausgeflogen. Komm, Merlin. Merlin, was ist dein Problem? Merlin, lass mich raus. Hilfe, Hilfe, ich hänge fest. Hilfe, Hilfe. Hallo. Was soll das denn jetzt? Das hatte ich eben schon mal. Mein Spiel hat sich aufgehängt. Na, großartig. Wieso bin ich hier? Wann hat er das letzte Mal gespeichert? Okay, er hat gespeichert. Ich musste gerade mal hart beenden. Und hart wieder neu starten. Folge Donald zu seinem Haus? Ja gut, das ist nicht ganz so schlimm. Wenigstens speichert das Spiel immer zwischendurch automatisch. Vielleicht hat es auch gerade in dem Moment gespeichert, als ich rausgehen wollte. Ja, mein Mann, ich bin wieder da. Genau. Sollen wir hier das machen vielleicht? Bestimmt. Hallo. Ja, du willst wieder Geld, ich weiß. Mein Neffe will, dass ich sein Haus zum Nulltarif repariere. Was kommt als nächstes? Will er, dass ich auch für ihn darin wohne? Darin wohnen? Also du und Donald als Mitbewohner? Das könnte spaßig sein, das wäre eine Katastrophe. Könnte spaßig sein. Mach dich nicht lächerlich. Wo sollte ich meine Schätze auf so einem kleinen Hausboot unterbringen? Gut, ich werde das Haus für Donald reparieren. Aber danach wird er keinen Kreuzer mehr von mir bekommen. Kümmere du dich mit Donald um das Chaos im Haus. Drinnen ist es eine richtige Katastrophe. Ich betreibe nicht auch noch einen Reinigungsdienst. Zumindest jetzt noch nicht. Könnte ein lohnendes Geschäft werden. In Ordnung. Ich helfe Donald drinnen aufzuräumen. Danke, Herr Duck. Danke, Herr Duck. Ui. Na. Oh, hübsch sieht's wieder aus. Aber wo ist Daisy eigentlich? Noch nicht da. Ich weiß auch nicht, ob sie kommt. Nun gut, dann räumen wir mal drinnen auf. Was ist das denn da? Aufheben? Hä, was sind das für Sachen? Fläschchen? Noch ein Fläschchen? Wasser schon? Da ist noch was. Ey, was ist das? Ah, könnten auch Lampenteile sein. Da ist vielleicht eine Sicherung oder so. Haben wir denn jetzt alles aufgesammelt? Wo sehe ich das? Donalds Buch brauche ich noch. Okay. Donald, wo hast du dein Buch versteckt? Donald, wo hast du denn dein Buch versteckt, jemand? Och, gage. Da, ich höre irgendwas. Da hinten, hinter das Bett gefallen. Kann ja mal passieren, wenn man dabei so einschläft beim Lesen. Ja, jetzt habe ich Angst rauszugehen. Lass mich raus, bitte. Oh, Gott sei Dank. Ich habe aufgeräumt. Schön, dass du mir nicht geholfen hast da. Jetzt bleib doch. Alter, das ist doch nicht sein Ernst jetzt gerade. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass er einfach lossprintet. Mann, jetzt bleib doch mal stehen hier. Alter, was soll das? Die haben auch manchmal, also irgendwie habe ich das Gefühl, die mögen mich nicht. Rennen immer einfach weg. Ja, zwei Flaschen, zwei weiß ich nicht was und ein Buch. Und eine LOL-Tube. Danke, dass du mir geholfen hast. Du bist eine tolle Freundin. Wenn ich herausfinde, wer diesen Schlamassel angerichtet hat, werde ich ihm meine Meinung geigen.
Moment, was ist das für ein Schrotthaufen? Ich denke, es ist eine Zeitkapsel. Eine Zeitkapsel. Wirklich? Für mich sieht es nur wie ein komisches Glas aus. Hey, als Randnotiz steht etwas in meiner Handschrift. Okay, er hat's vergessen. Er hat's selbst gemacht. Zeitkapsel. Eigentum von Donald Duck. Wenn du nicht Donald Duck bist, nicht öffnen. Hey, du bist doch Donald Duck. Mach schon und öffne sie. Genau. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was darin ist. Ah, ich kann sie nicht aufschrauben. Hier, versuch du es. Genau, ich bin wahrscheinlich viel stärker als du. So ist's gut. Kannst du jetzt bitte nicht wieder einfach wegrennen? Wie kriege ich die denn jetzt auf? Was soll ich machen? Benutzen. Oh, oh. Oh, ein Puzzleteil. Das ist irgendwie ein Bauplan von einem Stern. Aber leider nur ein Teil. Ich brauche 4 davon. Ja, wo kriege ich die anderen her? Tja, das ist jetzt, Was ist mit der Aufgabe passiert? Sprich mit Donald. Okay, dann versuchen wir es nochmal. Donald, ich habe reingeguckt. Ich habe ein komisches Puzzleteil gekriegt. Oh, jetzt erinnere ich mich. Vor dem Vergessen habe ich die gesamte Planung für das Dorf übernommen. Ich habe mir viele super geniale Sonderprojekte ausgedacht. Darin wärst du großartig. Du hast eine große Vorstellungskraft. Nichts für ungut, aber das ist ein wenig überraschend. Ich will das so gerne sagen. Du bist ein wenig impulsiv. Ich halte dich nicht für einen Planer. Hey, ich habe tolle Ideen. Es ist nur, manchmal brauche ich Hilfe, um sie zu verwirklichen. Vor dem Vergessen hatte ich etwas Großes vor. Etwas sehr Großes. Etwas Unglaubliches. Doch dann taucht die Nachtdorn überall auf und ich vergaß alles. Oh Gott, wie ihr guckt. Oh nein, er ist ja am Boden zerstört. Ah, jetzt ist er wieder da. Ich habe alles, was ich für die Umsetzung meiner Ideen benötigte, in Zeitkapseln im ganzen Dorf versteckt. Wahrscheinlich 4. Remy ist da hinten im Hintergrund wieder sein Käse. Aber jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich sie versteckt habe. Oder was ich bauen wollte. Ich muss mehr von ihnen finden. Danke für deine Hilfe, Zanzara. Jederzeit, Donald. Sei das nächste Mal einfach nicht so wütend. Wir sollten Herrn Duck besser nicht mehr um Hilfe bitten. Ach so, wenn ich das sage, muss ich dann vielleicht nicht mehr mit Dagobert sprechen und der wird mir kein Geld abknöpfen? Ich guck mal, ob das was tut, wenn ich das auswähle. Genau, ihr hattet auch gesagt, dass ihr irgendwie mehr bezahlt habt für das Haus von Ursula und dass ich irgendwie voll wenig bezahlt hätte. Vielleicht liegt es halt wirklich daran, was ich ausgewählt habe bei den Antworten. Ey, das wäre krass, oder? Wenn man das irgendwie verändern könnte, den Preis. Könnt ihr immer gerne Bescheid sagen, so, wenn ihr mal wieder was habt, was euch auffällt, weil das finde ich wirklich cool, wenn das bei dem Spiel so stattfindet. Oh, er jammert nur viel. Onkel Dagobert hilft immer, wenn es darauf ankommt, gegen eine gewisse Gegenleistung auf jeden Fall. Das haben wir fertig. Nicht weglaufen. Ach so, die Aufgabe ist tatsächlich abgeschlossen. Heftig. Also die einzige Aufgabe, die ich noch machen kann, ist die mit Vajana und halt eben Maui abholen. Und da muss ich halt dann ja jetzt zurückgehen. Gehe ich nämlich einmal ins Schloss. Platz im Inventar ist da. Energie ist voll aufgeladen. Kann nichts mehr passieren. Außerdem ist mir gerade aufgefallen, dass ich nicht mehr mit Merlin rumhänge. Ah, nee. Nach dem Ausloggen war der natürlich weg. Wo ist jetzt nochmal Vajanas Dorf hier, ne? Ah ja, genau. Sieht man ja. Sieht man doch an der Tür. Och Mensch. Hallo, Maui. Bist du noch hier? Ich hab dich nicht vergessen. Ich war nur ein bisschen länger nicht da. Dum-di-dum. Maui? Ach, da ist er ja. Dachte schon, er hätte sich verdünnisiert. Wenn er das überhaupt kann. Verdünnisieren. Eh. Oh. Hey, wieso hat das so lange gedauert? Es hat wirklich lange gedauert. Huch. Damit ich das richtig verstehe. Vajana hat mich verlassen. Sie ist einfach gegangen, um in irgendein Dorf zu gehen. Es ist ein Traumdorf. Du kannst auch kommen. Du wirst sie nie wiedersehen. Nein, du kannst auch kommen. Ja, ich weiß nicht. Klar. Glaubst du, ich folge Vajana einfach so hinterher, wie dieses Huhn es getan hat? Das glaube ich nicht. Oh, es ist ja so traurig. Nein, komm doch mit. Wen interessiert das schon? Ich bin hungrig. Das Essen in meinem Dorf ist fantastisch. Ich bin ein großartiger Koch. Eines Halbgottes würdig. Besser als alles, was du je probiert hast. Ja, komm einfach mit. Das werde ich selbst beurteilen. Du willst, dass ich in dein Dorf gehe? Bring mir etwas zu essen. Mal sehen, ob es meinen hohen Ansprüchen gerecht wird. Eieiei, ich muss kochen. Was will er denn haben? Gerichte, die mindestens mit 3 Sternen bewertet sind. Okay. Okay, let's go. Das kriegen wir doch wohl hin. 3 Sternengerichte. Ich gehe mal bei Remy kochen. Kann ja auch einfach hier links abbiegen, ne? Ist ja genauso weit weg. Hallo Goofy, du auch hier. Obstsalat? Nö, danke. Wobei, warte mal, ich habe doch Obstsalat. Obstsalat, ja, bitte. Moment. Nicht, dass das irgendwie eine Aufgabe ist. Dann erstmal doch nicht. Da muss ich nochmal schauen. Nein, das hat nicht gereicht. Oh, Mann, ey. Nee, dann gebe ich ihm das nicht. In der Hoffnung, dass er vielleicht nochmal wiederkommt. Vielleicht brauche ich das nachher noch. Rezepte. Gucken wir doch mal, was wir hier so haben. Gegrillte Gemüseplatte wäre doch zum Beispiel sehr einfach. Ich muss ja auch nicht verschiedene Gerichte nehmen. Ich nehme einfach 3-mal Gemüseplatte. Das ist mir zu teuer. Dann muss ich Eier und Käse kaufen. Oder einen deftigen Salat. Das würde auch gehen. Ach komm, wir machen einfach das Einfachste. Einfach das Einfachste. Ich mache mal automatisch auffüllen und dann gucken wir. Mais? Hä, davon habe ich ja halt gar nicht mal so viel, ne? Warum sollte ich denn das nehmen? Nee, das will ich auch nicht. Ach komm, ich habe so viel Karotten. Ich nehme einfach Karotten. Ah, ich glaube, für Karotten kriegt man halt auch relativ viel. Egal. Ich habe hier oben keinen Mais. Ja, danke schön. 1. Und Nummer 2 ist fertig.
Und bitte einmal das letzte Gericht mit einer schönen Gemüseplatte. Fertig. Ja, tschüss. Rufi, ich bin wieder weg. Mache ich mich mal wieder auf den Weg zurück. Ist ja auch ein Gelaufe hier, ne? Habe ich nicht mal irgendwie so ein Kochdings für unterwegs? Oh nein, hätte ich nicht vielleicht auch hier kochen können? Nee. Ah, das wäre aber gut gewesen, oder? So ein kleines Kochfeuer für unterwegs, das kann man noch mal dabei haben. Maui, ich habe hier was Schönes. Gemüseplatte. Das ist bestimmt nicht das, was er haben will, aber egal. Hier. Oh nein, nicht, dass er jetzt nicht begeistert ist, wenn ich ihm das gebe. Hey, dieses Essen ist ziemlich gut. Erzähl mir über dieses Dorf, das Vajanas neuer Lieblingsort ist. Warte mal, brauchte ich nicht nur einmal ein 3-Sterne-Gericht? Habe ich jetzt einfach nur dreimal 3-Sterne-Gerichte? Oh. Ich habe doch nur gerade 1 abgegeben, ne? Könnt ihr das bitte ignorieren? Ich glaube, ich habe einfach umsonst gerade 2 weitere gekocht, weil ich mal wieder doof war und nicht richtig gelesen habe, glaube ich. Ich soll das Dorf regieren, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich kämpfe gegen dieses Vergessen. Ich will nur ein paar coole Leute um mich haben. Na, ich kämpfe gegen dieses Vergessen, Mann. Eine mystische Gefahr, was? Ich habe einiges davon bekämpft. Genau, jetzt haben wir ihn an seiner Achillesferse. Jetzt will er uns nämlich helfen. Er ist so stark und so. Dämonen, Riesenkrabben, Stürme, was auch immer. Du glaubst mir nicht? Sieh dir die Tattoos an. Sie tanzen aber gar nicht. Was ist kaputt da dran? Wie ich sehe, brauchst du meine Hilfe. Ja, genau, das habe ich gehofft. Du weißt vielleicht nicht viel über mich, aber ich denke, ich wäre bereit, dein kleines Dorf zu besuchen. Das könnte lustig werden. Ich werde dafür sorgen, dass du im Dorf eine Unterkunft bekommst. Ja, stimmt. Auch am Strand vielleicht, ne? Die eines Halbgottes würdig ist, die absolut fantastisch ist, die sich in der Nähe von Vajanas Haus befindet. Ja, das sage ich. Na, wie auch immer. Es ist ja nicht so, dass ich sie vermisse. Habe ich gesagt, dass ich sie vermisse? Ich glaube schon. Besorg mir einfach eine Unterkunft. Sie muss nicht in der Nähe von jemand anderem sein. Doch, du kriegst sie neben Vajana, den ich nicht vermisse. Okay. Ich glaube, er vermisst sie vielleicht doch ein bisschen. Sonst hätte er es nicht so oft betont. Stelle die friedliche Grotte. Die friedliche Grotte ins Wasser. Könnt sie auch neben Ursula packen. Aber nein, ich tue sie jetzt zu Vajana. Dann kann er so ein bisschen ihr Blumen schenken oder so. Sie kann für ihn fischen gehen und kochen, vielleicht. Ich weiß auch gar nicht, warum ich gesagt habe, dass ich ein guter Koch sein soll. Also, das ist doch Remy, nicht ich. Irgendwie hätte ich gerne den Brunnen mal ein bisschen weiter mittig, ne? Ich muss da immer so doof laufen. Könnte den ja verschieben, aber. Ich meine, später geht es ja auch hier runter. Vielleicht ist es doch besser, dass ich den da oben behalte, an der Seite. Naja, mal gucken. Nein, ich habe ja... Oh, ich muss doch den Brunnen nehmen. Hier ist doch Vajana. Ich muss nur ein bisschen gucken. Nicht, dass ich den dann aus Versehen auf so einem Angelspot hier platziere, diese Grotte. Das wäre aber blöd, ne? Ich glaube, hier ist keiner. Oder doch? Ich weiß es nicht. Möbel. Friedliche Grotte. Wow, wie groß ist das denn? Kann ich die nicht vielleicht einfach dazwischen stellen? Oder komme ich da nicht dran? Hä, wie weit geht das denn da rein? Ja, komm, wir machen es mal hier hin. Nein, ich habe da vorhin nicht geangelt. Da war doch der Weihnachtsfisch. Nein. Och, nö, ne. Oh. Komme ich da jetzt nicht hin? Es ist so weit weg, dass ich nicht drankomme? Echt jetzt? Och, nee. Okay, ich glaube, ich muss näher ranholen. Warum konnte ich es denn da überhaupt da hinstellen? Verstehe ja gar nicht. Ah, geht doch. Sei gegrüßt, Nachbar. Jemine. Ja, in seiner Vergangenheit hat Maui lange Zeit ein raues Leben geführt. Aber wenn es um seinen Platz hier im Tal geht, scheue keine Kosten. Baue Maui ein Haus, das einem Halbgott würdig ist. Verwende 5000. Ich hab's ja. Das ist ein guter Wohnort für Maui. Ich bin sicher, er wird zufrieden sein. Ich auch. Also ich hoff's. Nice. Ui. Heiße Maui, willkommen. Was? Was ist denn nun passiert? Ach so, Maui kommt. Ja, na klar. Ach, da ist er. Ich mag Maui. Was macht er denn da? Soll ich ein Foto machen? Sieht so aus. Ich würde gerne den Kameramodus ändern. Oder was, das Bildformat? Ja, so. Okay, das ist schön. Und jetzt machen wir ein schönes Bild. Ja, das ist doch gut, oder? Vielleicht nehme ich das als Thumbnail. Sehr hübsch. Foto gemacht, abgespeichert. Hä? Schließe Freundschaften. Ah, jetzt habe ich den 10. Freund gekriegt. Cool. Repariere 5 Häuser. Habe ich auch gekriegt. So, na komm, Maui. Ich habe da unten was Schönes für dich gebaut. Ja, jetzt komm, hör auf, hier so rumzuprotzen. Hallo, entspann dich mal. Hallo, Entspannung. Ja, mein Gott. Okay, es ist ein Tal. Du meintest das ernst. Ach nee. Du wirst es hier lieben. Endlich jemand Cooles. Vielleicht kannst du mir beibringen, die Gestalt zu verwandeln. Ja. Wahrscheinlich nicht. Aber wenn du deinen eigenen magischen Angelhaken findest, können wir drüber reden. Ich nehme einfach sein. Ach, Manu. Ich brauche immer noch diese blöden Teile zum Basteln. Vielleicht muss ich auch hier einfach da hinten mit Dreamlight Valley was öffnen. Können wir jetzt nicht mal kurz zu deinem Dings hier, zu deinem Häuschen gehen, um dich zu sehen? Lass uns dein Haus ansehen. Ich würde gerne mit ihm abhängen. Ich glaube, ich muss ihm irgendwas schenken vielleicht. Eine Kartoffel. Oh. Kann ich ihm nicht irgendwas schenken? Ein Knoblauch? Oder so eine Beere? Könnte ihm Wels schenken, den hätte ich. Der ist teuer, ne? Cremige Knoblauch-Jakobsmuscheln. Brauche ich sicherlich Milch, Muscheln und Knoblauch. Warte mal, bleib mal ganz kurz hier stehen, Maui. Ich komme gleich wieder. Kartoffeln habe ich noch nicht. Warte mal kurz. Cremige Knoblauch-Jakobsmuscheln. Ach, okay, irgendwas fehlt noch. Ah, nee, aber das ist vielleicht Zitrone, sehe ich da auch. Nee, Zitrone habe ich auch noch nicht. Ah, Mann, wieso dauert denn das so ewig? Ich komme einfach nicht in dieses komische Gebiet da hinten. Ärgerlich. Maui, halt mal kurz deinen Haken fest. Ich komme gleich wieder.
soll ich jetzt wirklich einen Wels opfern für ihn? Nein, Maui. Oh Gott, ich dachte schon, er ist weg. Maui, hallo. Stopp, 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 stopp. Maui, Alter. Das hier ist eine Insel, auf der ich Zeit verbringen kann. Du möchtest hier Zeit verbringen, das ist gut. Jetzt habe ich ja wirklich was für dich. Hier, also, nee, da natürlich hier. Ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt nicht Level 2 wirst, dann weiß ich auch nicht. Danke, ich weiß das wirklich zu schätzen. Level 2. Oha, eine richtig coole Hose. Ach, jetzt kann ich ihn zuteilen. Ich würde ihn ja eigentlich auch gerne fürs Angeln nehmen, ne? Aber ich habe da schon zwei. Ich glaube, der kann auch richtig gut graben. Ich würde ihn jetzt nicht unbedingt für Gartenarbeit nehmen. Oder sammeln, kann viel tragen. Ich nehme ihn für graben. Wobei, dann würde er mich wahrscheinlich nie begleiten, aber ich könnte auch einfach alle nehmen für Gartenarbeit. Aber der ist so riesig. Nee, der steht nur im Weg. Lieber nicht. Okay, das haben wir eingesammelt. Dreamlight-Pflichten, Geschenke, Hose. Ah nee, die probiere ich jetzt aber wirklich nicht aus. Wir haben gerade so ein schönes Weihnachtsoutfit an. Ja, hör doch mal auf zu trommeln da. Neue Aufgabe. Ach, genau die Person, die ich sehen wollte. Bis jetzt ist dieses Dorf in Ordnung. Aber weißt du, was ihm fehlt? Kokosnüsse. Ja, auf jeden Fall. Es würde sie bereits haben, wenn ich Dreamlight Valley kreiert hätte. Das habe ich allerdings nicht. Aber zum Glück für dich kann ich jetzt Kokosnüsse erschaffen. Ja, richtig gut. Danke? Ja, danke natürlich. Voll gerne. Siehst du, es geht bereits aufwärts. Als erstes brauche ich einen Aal. Hä? Habe ich nicht. Nein! Mein Angelkumpel Goofy kann dir helfen, einen zu fangen. Geh und frag ihn. Was? Geh schon! Oh mein Gott, wie unhöflich. Okay. Alpha graben. Okay, Merlin, du bist gerade hier. Ich nehme dich nochmal mit. Merlin. Merlin, Alter, bist du mit? Merlin. Oh, ja. Abhängen. Mir fehlen noch 12 Minuten mit dir. Und wo ist Goofy jetzt schon wieder? Nein, der ist ja oben. Halt, umdrehen. Goofy. Ach, der sitzt da auf der Parkbank. Wie cool. Ich finde es immer so cool, dass sie die ganzen Sachen auch benutzen. So, reden. Du suchst nach einem Aal? Bist du sicher? Die sind so glitschig. Nun, du brauchst Würmer und eine Reuse. Würmer. Ich finde immer viele Würmer, die sich durch die Wiese um die Teiche wühlen. Du musst sie nur ausgraben, dann eine Reuse aus Holz herstellen und zum Wasser gehen, um deine Falle aufzustellen. Sie wird viele Aale anlocken, für was auch immer du sie brauchst. Oh, der beste Platz, um die Reuse aufzustellen, ist beim Bootssteg am Strand. Viel Erfolg! Würmer, genau. Würmer muss ich ausgraben, hat er gesagt, an den Teichen. Nein, ich brauche keine Gießkanne, ich brauche das hier. Ah, hier. Da vielleicht? Nee, ich glaube, das war verkehrt. Ach, ich habe schon gesehen. Ich habe es gerade schon gesehen, Entschuldigung. Falsch. Alter, jetzt postet er hier wieder. Da bebt immer die ganze Erde, wenn er sich auf seine Brust schlägt. Oh Gott, ich kann heute nicht mehr reden. Das ist ganz schlimm. Hab schon zu viel geredet heute. Ja, Familienfeier und so, ihr wisst schon. Das zählt, glaube ich, nicht dazu. Egal, ich grab's trotzdem aus. Das waren ja doch Würmer. Okay, cool. Aber das andere, was ich ausgegraben habe, was war das? Ich habe keine Ahnung, was das gewesen war. Sonst ist hier nichts. Ich muss doch nochmal gerade angeln gehen. Ah nein, keine Ursula angeln. Beim Angeln werde ich immer relativ schnell müde, ne? Mein Weihnachtsfisch ist irgendwie wieder weg, weil ich ihn vergessen habe aus Versehen. Ich bin ein bisschen traurig jetzt. Ah, den habe ich gerade verschenkt. Sehr gut. Och Mensch, jetzt komme ich auch nicht durch. Warum kann man manchmal einfach an denen nicht vorbeigehen? Ist das ein Bug? Hier gibt es auch noch was Schickes. Maui, lass es. Don't do it. No, don't. Hör auf zu trommeln. Ja, davon habe ich ein paar. Die sind nicht so mega selten irgendwie. Ja, die haben ja gesagt einfach nur... Oh, hier auch. Das sind die... Nein, falsch. Hier muss ich doch noch mal ein bisschen was... Das war wieder nix. Drei Würmer brauche ich ja nur. Das ist ja gar nicht so viel. War das ein Wurm? Hallo? Was ist das immer? Ist das Kohle? Vielleicht sind auch nur in den großen Würmern. Würmer. Die anderen sind ja so klein. Sind das nur so Fake-Löcher, die kleinen? Haha, fertig. Hey, Mary. Stell eine Reuse her. Ich tu's. Ich versuch's zumindest. Reuse. Wo ist sie denn? Funktionell. Nein. Möbel. Ach so, das ist ein Möbelstück. Ist klar. Eine Reuse, ein Möbelstück. Die ist ja einfach. Oh, die könnte ich auch am Strand aufstellen. So als Deko-Objekt eigentlich. Okay, hab's. Muss zum Bootssteg. Die meinen doch bestimmt den hier unten. Ja, dann gehen wir doch mal über den Brunnen. Wobei, ja, muss gleich schon mal wieder Stopp machen. Und ich habe immer noch gar keine Erweiterung von dem Gebiet da hinten. Darauf habe ich so sehr gehofft. Oh, guck mal, wie hübsch das jetzt hier aussieht. Hier mit der Bank und so. Oh, der steht aber nicht ganz so perfekt. Ach, wie süß. Ey, voll schön geworden. Ah, jetzt können die ja sogar hier essen gehen zusammen, die beiden. Oh. Freut mich ein bisschen. Wo ist denn meine Reuse? Hier. Ach so, die tut man einfach hier so ins Wasser, ne? Zählt das hier schon am Bootssteg? Hoffe ich mal. Sprich mit Maui. Okay, ja. Ob die sich freut? Er freut sich auf jeden Fall. Aber er vermisst sie auch gar nicht. Also, natürlich nicht. Iana ist da. Ich helfe dir. Jeden Moment wird ein Aal kommen und nach den Würmern schnappen. Du musst also oft in der Nähe der Reuse nachsehen und alles fangen, was dort umherschwimmt. Komm zu mir zurück, wenn du einen gefangen hast. Na, das wird ja jetzt was werden, ne? Ich glaube, da werde ich mich gleich mal ein bisschen voll essen müssen, weil ich werde da sicherlich meine Energie dran verschwenden, wenn ich hier angeln muss. Aber ich habe ja ein bisschen was dabei. Ich habe hier noch Obstsalat. Schauen wir da mal ein bisschen Obstsalat rein. 1, 2, wie viel brauchen wir? 3? Minimum. Ja, komm, wir machen mal 3. Ich habe da schon was gesehen. Ich weiß nicht genau, ob er das hier meint. Ist das noch in der Nähe? Ich glaube, die Reuse hätte auch hier vorne halt hingekonnt, ne? Aber da rechts stürzt hier weniger. Ach, passt schon irgendwie. Oh,
Ich hab einen. Hä? Ich hab sofort einfach einen Aal gekriegt? Vielleicht hätte ich einfach nur da drin angeln sollen. Da hätte ich jetzt noch eine Garnele oder sowas bekommen. Na toll, ein Hering. Aber immerhin Dreamlight-Pflicht. Hä? Was hab ich denn jetzt schon gekriegt? Ach so, oh mein Gott, ich habe schon so viele Dreamlight-Pflichten gemacht. 280. Boah. Ah, super, er steht noch da, wo er eben stand. Kann ich immer noch Würmer ausbuddeln? Ich weiß nicht, ob ich die brauche. Kann ja sein, dass man besser angeln kann, wenn man Würmer irgendwie an seiner Angel befestigt. Ja, ich bin da. Aal, wie die schön. Da bist du, Zanzara. Ich habe den Leuten von meinen vielen Taten erzählt. Welche Überraschung. Außerdem Tipps für die Haarpflege. Oh, du hast einen Aal gefunden? Großartig. Jetzt müssen wir ihn nur noch am Strand vergraben. Was? Ich habe ihn gerade gefangen, jetzt wollte ich ihn vergraben? Oh, und vergiss nicht, ihn zu gießen. Bald hast du einen Kokosnussbaum mit freundlicher Unterstützung von meiner Wenigkeit. Also ich pflanze einen Aal, fange an, den Aal zu gießen und ernte einen Kokosnussbaum. Wie lange hat der Typ kein Fieber mehr gemessen? Ja, ich werde diese Kokosnuss gießen. Bring mir auf jeden Fall eine mit. Hä? Dieser Typ, der ist sehr komisch. Ich grabe den Aal am Strand. Wo hätte ich denn gerne den Kokosnussbaum? Ich überlege gerade. Kann ich mir das aussuchen? Ich würde es gerne hier irgendwo in der Nähe der anderen Sachen machen. Ja, ich gehe mal da runter. La la la. Grabe den Aal am Strand. Vielleicht habe ich auch einen bestimmten Ort, wo ich ihn hintun muss. Ich dachte hier irgendwo so in der Nähe bei den anderen Sachen. Muss ich jetzt hier so ein Loch buddeln? Samen pflanzen, genau. Ein Aal. Ha, Tatsache. Ja, dann ich gieße mal den Aal. Hege und pflege die Pflanze, bis sie zu einer Kokospalme heranwächst. Ja, dann komme ich später mal wieder. Maui, du auch hier. Du hast dich bewegt von deiner Stelle. Ja, komm, lass uns doch mal dein Haus ansehen. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Ui, das sieht ja voll ähnlich aus wie das von Vaiana. Du hast sie noch gar nicht besucht, oder? Besuch sie doch mal. Oh, da liegt was. Nein, nicht reden. Aufheben. Nicht reden. Aufheben. Ansehen. Ah, Erinnerung. Oh, ein Teil von der Geschichte. Bin Maui sehr dankbar für das, was er für das Dorf tut. Er zögert nicht, sein Eigenlob zu singen. Aber naja, er hat nicht Unrecht. Oha, okay, also sie hält viel von ihm. Er ist zwar ein kleiner Aufschneider, aber irgendwie scheint er auch Dinge zu tun. Und das ist auch ein guter Typ, also ein guter Mensch hier. Gino, mein Fischhakensternbild. Wir gehen einfach mal. Ich muss gerade mal schauen, ob ich das noch herstellen kann. Hier, rustikale Holzkiste, Körbe und Seile. Brauche noch ein Seil, ne? Mach ich mal. Rustikale Holzkiste. Oh nein, ich habe nicht geguckt, wie viele. Ich stelle einfach mal ein paar her. Ich glaube, es waren vier, weil zur Not kann ich die auch irgendwo hinstellen. Ist dann auch nicht so schlimm. Vier Stück. Und dann, warum muss ich dann wieder runterscrollen? Was soll denn das? Körbe? Körbe habe ich nicht so viele. Kann ich nicht noch mehr Fasern herstellen? Ach, ich habe ja noch voll. Boah, easy. Dann schaffe ich das ja doch alles. Ich dachte schon. Ja, komm, dann stelle ich auch noch mal irgendwie so drei Körbe Minimum her. Oder vier. Ja, das ist gut. Hey, dann kann ich das ja doch weitermachen. Ich dachte schon, ich bin jetzt hier völlig beschränkt und kann nichts mehr tun. Neue Möbel freigeschaltet. Komm. Oh, kennen wir doch schon, oder? Oh, siehst du gerade hier. Ich muss gießen. Ich muss gießen, ich muss gießen, ich muss gießen. Vaiana, warte. Ich muss ganz kurz hier mein Aal gießen. Vaiana, ich muss mein Aal gießen. Nein, ich hab aus Versehen. Oh, ich brauche Seile. Vaiana, kannst du mal ganz kurz warten? Hä? Sie kommt mit? Okay. Das ist ganz gut, Vaiana. Bleib mal kurz hier. Drei Seile noch. Stimmt, die habe ich ja verbraucht. Oder hatte ich sie verkauft? Verbraucht wieder? Oder habe ich sie abgegeben vorhin? Na! Oh. Na, ein paar mehr Fasern noch herstellen. Und dann jetzt nochmal drei Seile. Drei Stück. Fertig. Oh, bitte mach, dass sie noch da ist. Ist sie noch da? Ist sie noch da? Ach so. Hä? Folgt sie mir auch? Die folgt mir. Wieso folgt sie mir? Hier, bitteschön. Seile. Vier. Ah, drei Holzkisten brauchte ich. Und drei Körbe. Na gut, dann habe ich jetzt eins und eins zu viel. Ist okay. Zanzara, das ist perfekt. Wir haben alles, was wir brauchen. Ich werde es reparieren und anschließend mit dem Fischen beginnen. Sieh beim Boot vorbei, wenn du kannst. Die Fische, die ich fange, lasse ich dort. Nimm dir, was du brauchst. Ach, dieses Boot. Ich dachte, das da rechts. Ach nee, das war ja das von Goofy. Hä? Vaianas Fischerboot. Vaiana fährt regelmäßig aufs Meer hinaus und fängt für dich Fische. Oh, schaue oft beim Fischerboot vorbei, um dir die Fänge zu holen. Verbessere das Boot, damit es leistungsfähiger wird. Und wollen wir das direkt mal machen? Weil es ist ja nicht so, dass ich jetzt kein Geld hätte. Vielleicht lohnt sich das ja, dass ich dann nicht mehr so viel quasi selber machen muss, ne? Hebe das seltsame Objekt in der Nähe von Vaianas Boot am schillernden Strand auf. Ah, wie gut. Muss ich ja sowieso gerade hin, ne? Da. Was für ein Objekt denn? Ach, das da. Eine Scherbe. Eine gereinigte Scherbe vielleicht? Hier kann ich es aufwerten. Ja, komm, das machen wir. Sei gegrüßt, Nachbar. Dahinter lag noch eine Muschel. Ich hoffe, ich kann die noch aufheben. Vaianas Boot zu verbessern, würde ihr mehr Lagerraum geben, weniger Energie verbrauchen und ihr helfen, seltenere Fische zu fangen. Eine bessere Investition gibt es nicht. Wie immer. Ja, ach Gott, tausend Hallo. Welch ein Glück. Es sieht schon besser aus. Hä? Wo sieht denn das besser aus? Hat man jetzt nicht so wirklich viel gesehen. Ah, hier, da kriege ich auch was für. Ich kann noch mehr verbessern. Ich mache hier mal kurz ein bisschen Platz. Ich weiß ja nicht genau, ob ich hier den Platz gleich noch verschwende. Wahrscheinlich nicht. Ich verbessere noch mehr. Ja, noch mehr, genau. 2000.
Ich muss genau hingucken. Was verändert sich denn da? Das sieht doch genauso aus, oder bin ich jetzt doof? Was hat sich denn hier verändert? Hm? Sind da jetzt irgendwelche Haken dran? Ich verbessere das jetzt doch mal. Einen schönen Tag noch. Wie viel kann ich denn hier noch? Also ich meine, das ist jetzt nichts. Da kaufe ich mir teilweise einfach irgendwie ein paar Ohrringe für. Oder drei Paar Ohrringe. Also ich sehe da nichts. Ich sehe da keine Verbesserung. Man muss das doch optisch irgendwo sehen. Ich weiß ja nicht. Ich hau jetzt hier nochmal 5000 rein. Wie viel geht denn überhaupt? Ich will jetzt so weit machen, bis Dagobert mich nicht mehr was machen lässt. Oh, jetzt habe ich aber wirklich was gesehen. Hier ist plötzlich ein Segel. Eine Nynana. Ich versuch's jetzt nochmal. Wie viel geht denn hier? 10.000, was? Egal, dafür kaufe ich mir auch Ohrringe. Was für ein schönes Boot. Komm, das muss jetzt aber das letzte gewesen sein für 10.000. Jetzt stell dich mal nicht so... Nein, das kann doch nicht wahr sein. Hä? Es geht noch mehr. Eine Stunde mit Merli verbracht. Ja, ja, endlich. Ich kann halt auch kein Foto in der Eishöhle machen, ne? Es geht einfach nicht. Nein, Donald. Donalds Lieblingsgeschenke. Ich weiß nicht, was er für welche hat. Ich muss ihn gleich mal fragen. Vor allem, ich brauche 6, ne? Es kann halt sein, dass ich welche gar nicht herstellen kann für ihn. Was ist denn hier passiert? War das schon immer da? Ja, wahrscheinlich. Ja, den nehmen wir mal kurz mit. Okay, wieder ein seltener Fisch, ein Schwertfisch. Ich frage mich nur gerade, ist Vajana denn jetzt weg? Sehe ich sie jetzt noch überhaupt irgendwo? Oder ist sie jetzt einfach unterwegs? Nee, sie ist ja da. Ach so. Ja, dann rede ich auch mal mit ihr. Ich habe eine Idee. Ich habe auch eine Idee. Du machst einfach mal da hinten die komischen Pilzköpfe weg, damit ich durchgehen kann. Oder diese Holzstümpfe, meinetwegen. Seltsam glühende Scherbe. Hallo. Hallo. Hast du das Ding gefunden, das aus dem Boot gefallen ist? Da ist es ja. Es ist wunderschön. Was ist das? Das könnte gefährlich sein. Was ist es? Ich bin mir nicht sicher, aber es kommt mir irgendwie bekannt vor. Das ist seltsam. Nun, ich werde sie vorerst sicher aufbewahren, bis wir wissen, was wir damit machen. Ich könnte auch einfach mal Merlin fragen vielleicht, der steht hinter mir. Ich werde versuchen, einige Informationen darüber zu sammeln. Mhm. Vergiss nicht, auf dem Boot nachzusehen. Die Fische, die ich fange, lasse ich dort. Nimm dir, was du brauchst. Danke. Ui, ernte die Kokosnuss. Wie sieht's denn aus mit der Kokosnuss? Muss ich sie wieder gießen? Nein, Donald ist gerade essen. Ach, sie hat schon wieder eine neue Aufgabe. Hey. Super. Zanzara, erinnerst du dich an das mysteriöse, glänzende Ding, das wir auf dem Boot gefunden haben vor 10 Sekunden? Nee, habe ich schon vergessen. Ich habe eine Idee, was es sein könnte, aber ich brauche deine Hilfe. Ich helfe gerne. Ich liebe ein gutes Rätsel. Na, klar. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es aus dem Meer kommt und irgendeine Kraft hat. Oh. Maui weiß eine Menge über diese beiden Dinge, aber er redet nicht mehr mit mir. Er ist immer noch sauer, dass ich gegangen bin, ohne es ihm zu sagen. Es ist verständlich, dass er verärgert ist. Hast du dich entschuldigt? Warum musst du ihm etwa alles erzählen? Er ist nicht dein Chef. Ja, es ist schon doof, dass er nicht Tschüss gesagt hat. Ja, aber er ist immer noch recht mürrisch. Ich denke, er könnte seine Meinung ändern, wenn wir ihm ein paar Opfer darbringen. Stimmt, er ist ja ein Halbgott. Maui liebt Geschenke. Besonders Essen. Oh nein, muss ich schon wieder kochen für ihn. Seit er hier ist, weiß ich, dass er Meeresfrüchtesalat, Obstsalat und eine sogenannte Meeresfrüchteplatte sehr mag. Wenn wir ihm diese Gerichte bringen könnten, würde das vielleicht helfen. Auf Wiedersehen. Oh Gott, schaffe ich das jetzt noch? Nein, ich nehme schon viel zu lange auf. Nein, das kann doch nicht sein. Obstsalat habe ich ja schon. Wie praktisch. Ich will gerade noch mal gucken, ob ich denn die Rezepte schon kenne. Oh, das kenne ich schon. Meeresfrüchtesalat. Ja, das machen wir mal. So, dann haben wir den schon mal. Und dann brauchen wir noch die Meeresfrüchteplatte. Und da weiß ich noch nicht, wie die geht. Kann ich nicht hier irgendwo auch mir Rezepte angucken? Nee, kann ich glaube ich nicht, ne? Hä, wo ist die denn? Meeresfrüchte? Hier nicht. Ist das vielleicht eine Vorspeise oder Nachspeise? Na, Nachspeise wohl nicht. Meeresfrüchteplatte. Oh, ich brauche nur 2 Sachen. Okay. Also entweder brauche ich 2 Muscheln oder brauche ich eine Garnele? Ich versuche es erstmal mit 2 Muscheln, weil die habe ich wirklich viel. Und sonst nehme ich einmal eine Muschel und eine so eine Garnele. Ich glaube, das wird bestimmt auch reichen. Ich nehme 2-mal einfach die da. Bitte, bitte. Ja, oha. Cool, hab's entdeckt. Sehr gut. Maui ist zu Hause. Ist hier schon was? Nee. Wo ist denn, wenn dann überhaupt was hier vielleicht in den Körben? Na egal. Erstmal zu Maui. Voll hübsch hier. Oh nein, das ist ja voll in dem Strudel so halb. Maui, ich habe hier Essen. Also muss ich nacheinander machen wahrscheinlich. Ne? Erstmal dann das hier geben. Oder so. Auch gut. Lecker, lecker. Ganz viel mit Fisch und ein Obstsalat. Hallo, Zanzara. Moment, ich bekomme eine Mahlzeit? Was ist der Anlass? Das finde ich gut. Es ist ein Meeresfrüchtesalat mit dem Thema Verzeih Vajana. Ha, das ist ein toller Name. Glaubt sie, das macht es wieder gut, dass sie mich auf der Insel im Stich gelassen hat? Nun, du kannst dir sagen, ne, dass es ein Anfang ist. Na, Gott sei Dank. Ja, bis bald, bis bald. Ich habe leider noch keine Kokosnuss aus deinem Aal geerntet, aber okay. Bis bald. Warte mal, da ist ja schon, ist der... Oh, Moment, ist die... Hallo? Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Was? Wie bitte was? Ich habe einfach mal die ganze Palme geerntet. Was ist denn nun kaputt? Nein, ich habe eine Palme geerntet. Hilfe! Hilfe, Maui! Ich habe aus Versehen einen Kokosbaum rausgerissen aus der Erde. Ich bin auch ein Halbgott. Vielleicht. Also, irgendwie bin ich stark, offenbar. Stärker, als ich dachte. Hier, ein klitzekleines Pelmchen. Komm schon her! Ja, ich bin noch da. Hier.
Maus-Kokosnuss. Sah ein bisschen größer aus vorhin, aber tada! Kokosnüsse! Eine der vielen Taten, die mich zum Helden gemacht haben. Da wir gerade von meinem Heldentum sprechen, bist du ebenfalls ein Halbgott? Ja. Ich habe eine Kokosnuss rausgerissen. Du bist ein bisschen klein. Nein, das ist sowas von verrückt. Du bist nur ein einfacher Mensch, der nicht menschliche Dinge tun kann, richtig? Eigentlich ist es mir egal. Denn jetzt wachsen die Kokosnüsse auf natürliche Weise am Strand. Man muss keine Aale mehr vergraben. Okay, du kannst gehen. Ich muss über meine nächste Heldentat nachdenken. Schau später wieder vorbei. Wir haben es geschafft. Irgendwie, jetzt haben wir Kokosnüsse. Finde ich gut. Das heißt, ich kann jetzt auch Dinge mit Kokosnüssen kochen wahrscheinlich, ne? Ja. Ach Mann, überall hänge ich fest. Ja, schön. Jetzt habe ich auf jeden Fall das noch geschafft. Das war doch schon mal gut. Dann höre ich jetzt auf, weil jetzt geht's gerade. Jetzt ist gerade nicht so krass heftig da. Und dann würde ich, glaube ich, in der nächsten Folge ein neues Gebiet mal versuchen freizuschalten. Vielleicht, wo ich Lehm bekomme. Ich könnte mir vorstellen, dass ich nach links gehen kann. Also auf der Karte hier, da, Lichtung des Vertrauens vielleicht. Weil das sieht eher nach Lehm aus, ne? Muss ich nochmal drüber nachdenken. Ich weiß noch nicht, ob hier oder dahin. Weil hier komme ich ja offenbar nicht weiter vorerst. Okay, also ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir natürlich gerne ein Däumchen da. Und falls ihr nichts mehr verpassen möchtet, könnt ihr mich gerne unten kostenfrei abonnieren und das Glöckchen aktivieren. Dann werdet ihr auch benachrichtigt, wenn ich wieder neues Video hochgeladen habe. Und ich sehe gerade, dass mein Tier klingelt, nicht ich. Mein Tier klingelt. Naja, gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Aua. Tschüss.